Hallo zusammen, ich habe hier eine Batterie, aber ich wollte eigentlich ein Video drehen über eine Reparatur eines Kühlschranks. Ich habe die hier, zeige ich euch nachher, um was es hier geht, was das für ein Riesenvorteil ist, wenn ich so ein Teil habe. Diesen Sommer hat einer angerufen, er hat eine Kühlbox bekommen irgendwie und die hat vorher gut funktioniert, hat zwar in einem Tag die Batterie geleert. Sag ich, ja, das ist nicht normal, die müsste 2 Tage halten. Ja, sie ist groß, sie zieht 8 Ampere, da war ich schon ein bisschen skeptisch. Aber jetzt geht gar nichts mehr. Er kommt vorbei. Kam vorbei und hat mir dieses Teil auf den Tisch gestellt. Das ist keine Kompressorkühlbox, das ist ein thermoelektrisches Kühlsystem. Peltier. Dieses Teil wurde in diese Box hier eingebaut, reingeschnitten, mit massiven Aluwinkel hier verstärkt. Also schon robust, kann man sagen. Aber das Teil hier läuft nicht mehr. Das ist irgendwo durchgebrannt. Der Kunde hat sich dann für eine neue entschieden, eine 81S, verlinke ich euch im Video. Aber ich habe hier so ein Peltier-Kühlelement. Und das kann man hier einschalten, also plus minus anschließen, 12 Volt auf die Batterie. Und wegen dem habe ich ja den Vorteil von diesem App. Ihr seht, ich habe 0 Ampere Stromverbrauch, hier auf der linken Seite von euch aus gesehen. Ne, auf der rechten. Und wenn ich das Teil jetzt hier einschalte, steigt der Stromverbrauch auf 6,5 Ampere. Das ist natürlich bei einer Lithium-Batterie, die jetzt hier 13 Volt hat, wenn ich eine Bleibatterie habe, 12 Volt, geht die Spannung ein bisschen runter und der Strom ein bisschen hoch. Durch das habe ich dann hier einen anderen Wert. Wenn diese Box mit solch einem Kühlelement, was identisch ist, 10 Stunden läuft und die kommt wirklich nicht auf Temperatur, die kühlt auch nicht, das Teil wird auch nicht kalt, da kann ich eine Stunde laufen lassen, das funktioniert. Kommt nichts oder nicht viel. Das braucht 7 Ampere. 7 Ampere mal 10 Stunden, das ist nicht mal ein halber Tag. Dann brauche ich 70 Ampere Stunden in 10 Stunden. So eine Batterie hier, eine WEMO 100 Ampere Lithium Eisenphosphat, die wäre dann in 15, 16 Stunden etwa leer. Wenn ich aber eine 100 Ampere Bleibatterie habe, da kann ich eigentlich nur die Hälfte rausziehen. Also wenn ich eine 100 Ampere rausziehe und ich 100 Ampere habe, die Hälfte rausziehen ist gesund. Wenn ich da 70 Ampere rausziehe im Tag, dann ist die schon was tief entladen. Das schaltet auch nicht ab. So mache ich erstens die Batterie kaputt und zweitens zieht das Teil einfach zu viel. Mit so einer Batterie kann ich überwachen. Ich sehe, was geht. Ich sehe, was rausgeht. Ich sehe, was reingeht. Ich habe die Spannung. Ich habe dann hier die Kapazität. Hier um 36% von den 100 Ampere ist noch drin. Also ich habe 36 Ampere, die ich noch brauchen kann. Und so ein thermoelektrisches Kühlelement ist zwar toll, aber die Leistung ist sehr gering. Von dem her, so eine Box, der Kunde hat sich dann für eine neue entschieden, für 680 Franken, eine neue Kühlbox, verlinke ich euch hier oben. Und hier verlinke ich euch die Batterie. Und hier unten verlinke ich euch ein Video über die verschiedenen Kühlsysteme. Ich wünsche euch einen schönen Tag.